Radio 1. Der Mann, der aus dem Kino kam. Knut Elstermann. Hallo und herzlich willkommen zu den Radio 1 Filmen dieser Woche und los geht es mit der Wonder Woman. Sie bildet zusammen mit Superman und mit Batman die heilige Dreifaltigkeit im DC Comic Universum. Wir erhielten von den Göttern viele Gaben. Eines Tages wirst du sie alle kennen. Hier verwahren wir sie. Es ist wunderschön. Wer könnte es führen? Nur die Stärksten von uns wären dazu in der Lage. Und das bist nicht du, Diana. Du wirst sie härter unterweisen als jede Amazone vor ihr. Fünfmal so hart. Zehnmal so hart. Lass nie deine Deckung fallen. Du erwartest deinen redlichen Kampf. Bis sie sogar besser ist als du. Aber sie darf niemals erfahren, was sie in Wahrheit ist. Die stärkste Waffe dieser Wonder Woman, dieser Prinzessin, die unter Amazonen aufwuchs, ist ihr Mitgefühl. Sie muss sofort jedem helfen und das tut sie auch in diesem Film. Sie bekämpft den Kriegsgott Ares auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges. Eine Figur, die man nicht anders bezeichnen kann als eine feministische und pazifistische Ikone in diesem packenden Film von Patty Jenkins, die es geschafft hat, der Figur nochmal ein ganz neues Leben, eine ganz neue Aura zu geben. Gespielt wird sie von der israelischen Schauspielerin Gal Gadot mit sehr viel Körper, aber eben auch mit sehr viel menschlicher Wärme. Es ist sehr eindrucksvoll und absolut verständlich, wie diese Frau eben hineinschaut in die menschliche Seele und sehr erstaunt ist über das, was die Menschen da tun. Also ich finde, dass man Wonder Woman sofort wählen müsste zu einer Art Weltpräsidentin. Meine Stimme hätte sie und diese gelungene Comicverfilmung bekommt von mir 4 Filmrollen. Bella Brown. An diesem Mädchen war nichts normal. Sie wuchs zu einem wahrhaft sonderbaren Sonderling heran. Nur sie und ihre Bücher. Oh, hallo, Entschuldigung. Ich habe nicht mit Ihnen gerechnet, Mr. O'Brien. Die Angelegenheit ist dringend, Miss Brown. Ich habe eine Beschwerde erhalten. Was? Von wem? Ich kann das nicht verzeihen. Sie lassen all das, was die Natur ihnen bietet, verkommen. Pflanzen und ich, wir verstehen uns nicht so gut. Das ist keine Vernachlässigung, sondern mehr Angst. Sie haben dafür genau einen Monat Zeit. Ich mach mir was vor. Ich bin keine Schriftstellerin und erst recht keine Gärtnerin. Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade Pflanzen umbringen? Ich wollte nur etwas Ordnung machen. Ich glaube, das war auch Hitlers Plan für Europa. Wie heißen Sie eigentlich? Bella. Alle nennen mich Billy. An Ihrer Stelle würde ich beim Schreiben bleiben. Besessen Sie nur einen Funken Menschlichkeit, würden Sie mir helfen? Bella, diese junge Frau, führt ein sehr einsames, zurückgezogenes Leben. Sie arbeitet in einer Bibliothek. Sie versucht, möglichst wenig Kontakt zu Menschen zu haben, lebt in einem kleinen Häuschen, während draußen übrigens der Garten total verwildert. Das wiederum ärgert ihren Nachbarn, sehr gespielt von Tom Wilkinson. Und er versucht, sie mit allen Mitteln, er ist so ein grantliger alter Mann, sie dazu zu bewegen, doch irgendwann mal Grund in diesem Garten zu schaffen. Dann treten noch 2 Männer in ihr Leben, ein begnadeter Koch und ein ziemlich verrückter Erfinder und bereichern ihre Existenz dann doch sehr. Dieser Film von Simon Abu, nebenbei bemerkt, der Schwiegersohn von Paul McCartney, lebt vor allem dadurch, dass er eben sehr märchenhaft erzählt. Ein zuckersüßes Märchen für Erwachsene mit Jessica Brown Findlay in der Hauptrolle. Die kennen wir als Star aus Downton Abbey. Und der Film ist sehr liebevoll erzählt worden. Es sind schöne Dialoge, sehr witzig, wunderbare Darsteller. Trotzdem bleibt er etwas unter seinen Möglichkeiten. Das Timing ist zu behäbig und ich finde auch, dass die Skurrilität der Figuren zu ausgedacht und zu ausgestellt wirkt. Trotzdem bekommt dieses Märchen von mir 3 Filmrollen. Ich baue dir ein Haus. Genau hier. Es wird unser Haus. Ich fahre mit Mildred nach Washington, damit wir heiraten können. Würde ich mir gut überlegen. Kauft es mir durch den District of Columbia verliehenen Amtes, erkläre ich sie nun zu Ehemann und Ehefrau. Hier sind sie! Richard! Was machst du im Bett mit dir? Ich bin seine Frau. Das hat hier nichts zu sagen. Wir erleben also hier in diesem Film eine Liebe vor Gericht. Das ist eine wahre Geschichte. Die Liebe des Ehepaares Loving
wunderbar gespielt von Joel Edgerton und Ruth Negga, landete vorm Gericht, denn die beiden sind einmal ein weißer Mann und eine schwarze Frau, also ein gemischt rassiges Paar, wie man damals sagt, und solche Ehen waren in den 50er Jahren tatsächlich verboten im Staat Virginia. In diesem Film wird nun erzählt, wie die beiden mit Hilfe von sehr engagierten Menschenrechtskämpfern diesen Prozess, diese Gefängnisstrafe bis vor den obersten Gerichtshof bringen und damit eben einen Prozess auslösen, der Geschichte geschrieben hat und dafür gesorgt hat, dass dieses skandalöse Gesetz dann endlich auch fällt. Das Besondere an diesem Film von Jeff Nichols ist, dass hier nicht pathetisch erzählt wird, dass hier kein Gefühlsüberschwang erzeugt wird, sondern dass er ganz nah dran ist an diesen Figuren, die ja Helden wider Willen geworden sind. Ganz einfache Menschen, die nichts weiter wollen als sich lieben, die zusammenleben wollen. Und das wird auf so schöne, zurückhaltende und ganz wunderbare Weise erzählt. Geht trotzdem natürlich sehr ans Herz, aber eben gerade deshalb, weil unsere Gefühle hier nicht manipuliert werden und weil man sich natürlich immer wieder sagt, dass das alles ja gar nicht so lange her ist, dass dieser Irrsinn tatsächlich Gesetzeskraft hatte. Dieser Film bekommt von mir 4 Filmrollen und das war es auch schon wieder mit den Radio 1 Filmen der Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.